Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bewusstsein TV. Ich bin Alexandra. In diesem ersten Teil spreche ich mit Thomas Ritter über die Vorhersagen aus den Palmblatt-Bibliotheken für die nächsten Jahre. Und vergesst nicht, meine Social-Media-Kanäle zu abonnieren, meine Posts und Videos zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos und News mehr zu verpassen. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Alexandra von Bewusstsein TV und wie ihr schon seht, neben mir ist Thomas Ritter. Ich freue mich total, wir haben heute ein sozusagen ein kleines Special und zwar wegen den Palmblatt-Bibliotheken. Er war vor einigen Wochen bei seinen Freunden in Chennai gewesen und hat da interessante Sachen erfahren. Ich sag mal, die vorherschauen bis 18 Monate oder sowas hattest du gesagt, ne, Thomas? Ich will gar nicht viel dazu sagen, weil Thomas hat ja natürlich die ganzen Vorherschauen für die nächsten Monate gesagt bekommen. Und ich lasse ihn da jetzt zu Wort kommen. Ihr kennt ihn ja schon, wir brauchen ihn nicht mehr vorstellen. Ja, lieber Thomas, erzähl doch mal, was du erfahren hast, was jetzt in der Welt so die nächsten 18 Monate passiert. Hallo Alexandra und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zu dem Gespräch. Ein lieben Gruß geht auch raus an alle hier, die uns zuschauen. Also ganz viele Grüße von mir und auch von meiner Frau aus Dresden und Dankeschön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ja, ich bin, beziehungsweise wir, Sabine und ich, wir waren halt in Indien bei unseren Kollegen. Das hatte einen ganz konkreten Grund. Wir waren ja durch die Pandemie sozusagen mit Berufsverbot belegt, durften halt nicht reisen und dann hat sich das alles ein bisschen in die Länge gezogen, nachdem das wieder möglich war, weil wir haben sehr viel noch im europäischen Raum gemacht. Wir sind nach wie vor mit den Online-Arbeiten doch recht eingespannt und so hat sich also bis jetzt 2024 hingezogen, bis wir halt wieder Indienreisen anbieten und die wollen natürlich ein bisschen vorbereitet sein. Nach 4 Jahren ist das natürlich ein kompletter Neustart und da sind wir halt dann jetzt im Sommer unten gewesen, mal für knapp 14 Tage und haben uns mal mit den Kollegen getroffen vor Ort, die für uns die ganzen Projekte abwickeln. Wir haben natürlich unsere Freunde, die Palmblatt-Leser und natürlich unseren einheimischen Begleiter, den Swami Srinivas angetroffen. War also eine wirklich wunderschöne Zeit dort vor Ort. Und ja, unser Leser aus Chennai, der Babu Sundaram, der hat die Möglichkeit auch genutzt zu persönlichen Gesprächen. Wir haben uns da sehr, sehr intensiv ausgetauscht und es ging halt auch um die Vorhersagen, die da kamen. Im letzten Update hat er dann einige nochmal sozusagen offiziell wiederholt. Da ging es eben zum Teil um diese Extremwettersituation, die sich leider Gottes jetzt, wie es vorhergesagt war, eben schon für Süddeutschland, für Österreich, Tschechien realisiert haben. Sieht also nicht so gut aus in der aktuellen Situation. Viel Schaden, der entstanden ist. Und das ist auch so ein Thema, also dass die Mutter Natur sich wehrt. Er hat das auch dann in Bezug auf die Vulkanausbrüche genannt, dass also Italien ist noch nicht ausgestanden, hat er nochmal gesagt, also wenn man nach Italien reist, also Norditalien, soweit ist in Ordnung bis Rom, aber südlicher sollte man nicht gehen, weil eben starke tektonische Aktivitäten, weil Thema Vesuv, Thema Flegräische Felder, in Sizilien, der Ätna, wir haben da gute Bekannte, die betreiben so ein BNB in Catania und die überlegen sich jetzt, ob sie vielleicht doch die Region wechseln, weil sie sagen, okay, also es besteht jetzt keine konkrete Bedrohung jetzt, dass Catania irgendwo überflutet wurde von irgendeiner pyroplastischen Strom, wobei ausschließen kann man es nicht, aber jeden Tag Asche schippen ist halt eben auch nicht so schön. Und der Stromboli ist halt auch sehr aktiv und man hat dann, was die wenigsten wissen, wenn es um Supervulkane geht im mediterranen Raum, konzentrieren sich ja alle auf die Phlegräischen Felder, die sind ja auch in Bewegung, aber es gibt einen weiteren Supervulkan südlich von Sizilien und da ist die gesamte Caldera im Meer oder von Meer bedeckt und wenn der sich regen sollte, dann gibt es natürlich auch eine richtige Katastrophe. Also von der Seite der mediterrane Raum, tektonische Auswirkungen ist immer noch ein Thema, wird auch die nächsten 1 bis 1,5 Jahre auch so ein Thema sein. Genauso wie eben, wenn man es weltweit sieht, die tektonisch aktiven Zonen, wie eben der pazifische Feuerring, da hat er eben davon gesprochen, dass es dort auch Wechselwirkungen gibt. Das heißt, wenn wir jetzt also im Bereich Südostasien eine verstärkte tektonische Aktivität haben, meinetwegen im Bereich
der Philippinen oder eben in Indonesien oder Malaysia, dass das dann auf der anderen Seite praktisch in Mittel- und Südamerika, aber auch in Nordamerika eben Auswirkungen haben kann. Also Chile wurde genannt, dann in Mittelamerika, Mexiko, aber eben auch die USA. Und in den USA haben wir eben zwei große Risikofaktoren. Das ist zum einen eben der Yellowstone-Nationalpark, dieser Riesenkaldera, die überfällig ist dieser Supervulkan, und es ist das San Andreas-Graben, na, dieser Bruchgraben da im Westen in den Staaten, wo es eben auch mit Erdbeben und so weiter ziemlich schwierig aussieht. Also wenn dort etwas passiert, wird es auf jeden Fall einen größeren Schaden machen. Da besteht eine Tendenz innerhalb der nächsten beiden Jahre, dass sich dort etwas in der Hinsicht ereignet. Also das so als Information, was die Geschichten von Naturkatastrophen anbetrifft. Ansonsten, ich habe es von verschiedenen Leuten gehört. Wir hatten es jetzt auch im kurzen Vorgespräch auch mit das Thema, dass das Thema Wasser eine große Rolle spielt. Also entweder zu Das viel sehe ich auch Wasser so. in Form von eben sehr starken Regenfällen, Sturzfluten, solchen Thema an Küsten halt auch Überschwemmungen oder eben Sturmfluten, solche Sachen. Und zum anderen aber auch das zu wenig an Wasser. Das ist also auch in Regionen dann halt eben der Regen halt wegbleibt oder dass nicht ausreichend Regen fällt. Also sieht dieses Ungleichgewicht, was momentan in der Natur zu beobachten ist. Also die Natur ist in Unruhe, ist natürlich ganz klar. Wir selber sind es ja auch. Und wenn wir davon ausgehen, dass sich außen nur das spiegelt, was im Inneren passiert, ja, da brauchen wir bloß mal auf die Zustände schauen. Und dann wird das alles ganz klar. Das kann eigentlich gar nicht anders sein, als so wie es jetzt ist. In Bezug auf die Entwicklungen hier in, sag mal, Europa oder sag mal, der westlichen Welt, sieht es eigentlich gar nicht so uninteressant aus. Ist zum einen natürlich gesagt, dass es jetzt in diesem Jahr noch bis Ende des Jahres, beziehungsweise ich würde es sogar noch so weitersehen, bis zum ersten Quartal 2025, dass es dort noch sehr holprig werden kann. Also zum einen hier im Bereich Mittel- und Westeuropa starke soziale und auch sagen wir, wirtschaftspolitische Verwerfungen, also nochmal steigende Preise. Er hatte insbesondere angesprochen, also so Dinge des täglichen Bedarfs und auch Lebensmittel, dass er dort eine weitere Inflation sieht. Hintergrund ist wohl eher der Konflikt im Nahen Osten. Zum einen, dass dort irgendwo eine der kriegführenden Parteien dann dafür sorgt, dass der Suezkanal nicht oder nicht mehr regelmäßig benutzt werden kann. Also, dass dort also die Schifffahrt nachhaltig gestört wird. Das würde bedeuten, alle Schiffe, die aus Südostasien kommen, ja, die großen Produktionsstätten sind, jetzt und natürlich auch viel Lebensmittel importiert werden aus den Regionen oder beziehungsweise Rohstoffe, die man dann weiterverarbeitet, die müssen dann alle um das Kap der guten Hoffnung fahren. Also wie früher bei den alten Segelschiffen, ja, bevor man den Suezkanal gebaut hat. Umgekehrt haben wir jetzt, das ist weit weniger bemerkt, weil es ist halt keine Konfliktzone, aber wir haben ein Problem in Mittelamerika, in Panama. Dort, ich hatte ja gesagt, fehlt das Wasser oder zu viel Wasser. Dort in Panama fehlt das Wasser. Und der Panama-Kanal darf man sich nicht vorstellen, dass das nur einfach so ein langer Graben ist, den man dort durch das Land gegraben hat, wo die Schiffe einfach durchfahren. Nein, das ist ein kompliziertes System aus verschiedenen Abschnitten mit Schleusen und mit in sich teilweise auch geschlossenen Systemen, wo es also die Schiffe dann durchgeschleust werden. Dort gibt es einige Abschnitte, die aufgrund fehlenden Grundwassers, weil man hat ja auch andere Projekte da durchgezogen, also weniger Grundwasser dort hineinkommt, aufgrund fehlenden Regens, es dann so ist, dass bestimmte Abschnitte des Panama-Kanals aktuell nur sehr schwer für große Schiffe zu befahren sind oder teilweise gar nicht zu bestimmten Zeiten. Da staut sich dann immer der Verkehr. Wenn das sich hier weiter fortsetzt, dann ist es natürlich klar, man muss entweder mehr Schiffe einsetzen, also kleinere. Die Frage ist, haben wir die? Wahrscheinlich eher nicht. Oder man muss die Großen dann um Kap Horn schicken oder durch die Magellanstraße. Also das haben unsere Vorfahren mit ihren Segelschiffen, wenn ich an die Flying Pailiner denke, diese wunderschönen Segelschiffe da Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die haben das schon gemacht. Aber es war natürlich auch viel, viel länger, diese Reise, auch mit mehr Risiken verbunden. Und das würde dann natürlich erklären, warum es zum einen zu Engpässen kommen kann, weil eben die Lieferketten gestreckt oder überdehnt sind. Zum anderen, dass eben auch Preiserhöhungen stattfinden, weil eben natürlich die Transporteure, die Hersteller und die Zwischenhändler diese zusätzlichen Kosten definitiv aufschlagen werden. Das werden sie nicht aus der eigenen Tasche zahlen, sondern das wird am Ende auf den Verbraucher umgelegt. Also das sehe ich tatsächlich auch in der Realität, dass sich solche
Szenarien abzeichnen. Was jetzt so kriegerische Auseinandersetzungen anbetrifft, dort eher, sagen wir mal so, diese Unruhen, die man da aufgrund von Streiks oder von Protesten hat. Also das wird uns sicherlich noch begleiten bis ins nächste Jahr hinein. Allerdings kriegerische Auseinandersetzungen im Sinne von, dass sich jetzt meinetwegen dieser Konflikt, der in der Ukraine dort die letzten beiden Jahre das Geschehen bestimmt, sich jetzt ausdehnt in Richtung Westen. Nein, das nicht. Also das bleibt dort, wo es ist. Im Gegenteil, da sehen Sie dann auch schon eine erhebliche Ermüdungserscheinung, was das Ganze anbetrifft. Und das wird am Verhandlungstisch enden. Also dort wird es entsprechend Friedensverhandlungen geben. Man sieht es ja teilweise jetzt auch schon, wenn selbst die Massenmedien plötzlich schreiben, wir müssen verhandeln. Also da sieht man schon, dass da irgendwas gemacht wird, wo man versucht dann irgendwie aus der Nummer noch rauszukommen. Das werden wir auch sehen, wie sich das in den nächsten Monaten jetzt gestalten wird. Also wie gesagt, bei uns eher so das Thema der sozialen Sicherheit oder des sozialen Friedens, das Thema der, was kann ich mir leisten, na, wie wird das alles funktionieren. Uns erwartet auf jeden Fall in der Hinsicht ein heißer Herbst. Wir haben jetzt natürlich, es ist Wahlzeit, wir haben natürlich große Ankündigungen und so weiter, was jetzt eben auch diese Migrationskrise anbetrifft, mit der wir uns hier rumschlagen, sind wir nicht die Einzigen. Muss man dazu sagen, muss man wirklich eines sagen, das ist ein weltweites Phänomen. Natürlich, wir konzentrieren uns auf das, womit wir uns auseinandersetzen müssen, aber den Amerikanern, zumindest in den Südstaaten, geht es keinesfalls besser. Und auch in Südostasien haben wir riesengroße Migrationsbewegungen, selbst in solchen Ländern wie China oder Russland. Also gibt es auch diese Themen, die Selbst bei uns, uns, ne? Also ja, genau, oder Dänemark. Dänemark, Also die ja. haben da jetzt auch die Grenzkontrollen werden erhöht. Da ging es auch um Ja, Migration. ja. Also Also das merken wir auch. dort sieht man schon, dass da wirklich also einiges in Bewegung ist. Und natürlich ist das mit den bestehenden Mitteln und mit den bestehenden Denkmustern natürlich auch nicht zu lösen. Na, das ist ganz klar. Und dort wird es aber auch tiefgreifende Veränderungen geben. Das bezieht sich dann aber jetzt nicht nur auf die nächsten Monate, sondern das ist dann schon etwas, wo man sagen kann, auf die nächsten Jahre. Interessanterweise ist gesagt, dass also ab dem ersten Quartal, wir können sagen so März, April 2025 doch eine erhebliche Erleichterung der aktuellen Situation nachvollziehbar sein wird. Also dass dann auch Veränderungen im Außen greifen, die sich positiv gestalten. Wir werden sehr viel erleben in den nächsten Monaten und Jahren, was technische Entwicklungen angeht. Also dort wird es sehr, sehr rasch vorangehen. Also jetzt nicht nur im Bereich KI, sondern eben auch Kommunikationstechnologie, neue Formen der Fortbewegung. Es geht bis hin zu, das ist aber dann noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil das sagt er eher so ab 2027 bis 2035 neue Energieformen, die zur Verfügung stehen werden, die auch dann eben so die sozusagen diese Energiekrisen oder Abhängigkeiten dann beenden werden. Also dort geht es in Richtung wirklich eines kompletten Paradigmenwechsels. Das wird sich also, ich denke, in den Jahren so 2026 bis 2035 wird sich das dann definitiv auch im Außen manifestieren. Die Zeit ab dem ab 2025, dort, wie gesagt, eine deutliche Entspannung in Bezug auf die jetzige Situation. Ein wirklicher Wechsel, also das kommt immer wieder in den Vorhersagen, ein wirklicher Wechsel so ab 2026. Also wo es dort wirklich deutlich wird, dann auch im Außen, wo die Reise hingeht, wie sich das Ganze entwickeln wird. Das, was die meisten heute so zu schaffen macht, ist ja diese Unsicherheit. Ja? Also zum einen, dass man wirklich den Eindruck hat, dir darf in der aktuellen Situation nichts passieren, es darf nichts Unvorhergesehenes geschehen in deinem Leben, weil ansonsten hast du ein großes Problem. Sei das, dass man mal einen Arzttermin braucht außer der Reihe, es sei es, dass mal irgendwas kaputt gegangen ist im Haushalt, was man selber nicht regeln kann. Sofort ist das Problem da. Sofort hat man richtig, richtig Stress. Und das ist natürlich etwas, was die meisten Leute im Alltag auch extrem belastet. Ja. Dann natürlich auch man könnte schon sagen, der Zerfall der Gesellschaft, also was wir jetzt in den letzten 4 Jahren erlebt haben, diese Gräben, die da aufgerissen worden sind, ganz bewusst, ganz gezielt, können wir inzwischen sagen, weil, also wer die AKI-Protokolle gelesen hat, der weiß ja, dass das Ganze jetzt eben tatsächlich ein großer Test gewesen ist. Übrigens, auf der Website vom WEF, die ist in Englisch, aber das kann man ja auch sich mal anschauen, da steht das Gleiche. Also die feiern das, dass es eben ein großer Test gewesen ist für die soziale Verantwortung und feiern das auch, wie viele Leute da widerstandslos mitgemacht haben. Also was man den Leuten auf Deutsch gesagt so alles zumuten kann. Das finde ich ganz interessant, weil unser Babu Sundaram, Sabine und mir bereits Anfang 2020, als die Deutschland da im ersten Lockdown saß und damals gesagt hat, wir sollten uns keine Sorgen machen, weil wir waren natürlich auch völlig überrascht von der Situation. Hat er eben gesagt, macht euch keine Sorgen, es ist keine bedrohliche Krankheit, es ist keine Seuche, die hier die Menschen dahin raffen wird.
It's a test. Das hat er damals 2020 gesagt. Und da haben wir ihn natürlich gefragt, ob er das weitergeben soll. Das könnte er versuchen, aber ich würde niemand glauben. Und da haben wir es natürlich erstmal sein gelassen. Also, aber es war das, was dort eben so benannt wurde, haben wir jetzt hier offiziell, man kann sagen, wurde schwarz auf weiß von den jeweiligen Akteuren. Es gibt natürlich in der Hinsicht, das ist auch etwas, was viele befürchten, dass sozusagen durch die Hintertür dann doch noch so eine Art Gesundheitsdiktatur eingeführt werden kann. Also die WHO spielt da momentan eine recht unrühmliche Rolle. Ebenso die UN, aber da ist eben ausgesagt, dass sie werden es versuchen, ja, also es wird solche Versuche geben, das läuft ja aktuell, aber die werden scheitern. Und spätestens 2027 ist das Thema dann tatsächlich endgültig erledigt. Ebenso diese Dinge, die halt, ich sage jetzt mal, eher so der Verschwörungstheorie zugeordnet werden, wenn man so von Chemtrails spricht. Wenn man recherchiert, sollte man das Wort nicht verwenden, weil dann kommt man nie auf die richtigen Seiten, sondern da kommt man auf Seiten, wo zwar darüber gesprochen wird, aber wo jeder, der sich sozusagen dem Mainstream zugehörig fühlt, sagt, na, das sind alles nur Spinner, das sind alles nur Schwurbler. Ja, aber wenn man das Wort Geoengineering eingibt, dann kommt man auf die richtigen Seiten, nämlich zu den Leuten, die das Ganze machen. Also es ist tatsächlich so, dass also diese Wettermanipulation existiert. Nicht erst seit gestern, sondern das ist schon seit geraumer Zeit der Fall. Allerdings wird immer deutlicher, dass zum einen die Kosten den Aufwand nicht rechtfertigen. Also die Ergebnisse sind doch recht mager. Man wollte eigentlich damit sozusagen einen riesigen Sonnenschirm aufspannen. Ich sage das jetzt mal so salopp, um sozusagen das Klima, wir sind ja mal beim Klima retten, ja, also die Starkwetter vor oder also mal Extremwettervorhersagen jetzt am Wochenende, die tendierten ja mal so. Also da war man sich auch nicht so sicher, was in den nächsten 24 Stunden passieren wird. Aber dass wir das Klima in 100 Jahren retten müssen, das ist natürlich unbestritten. Das war jetzt Satire, ne, für alle, die es nicht verstanden haben. Egal. Jedenfalls, dort hatten eben Leute die Idee, man könne das so machen, indem man bestimmte Teilchen halt in die Atmosphäre ausbringt, weil man hatte dann mal die Vulkanaktivität verfolgt und da war ja unter anderem der Pinatubo in den 90ern, der da hochgegangen war, wo man dann gesehen hat, oh, da hat durch diese vulkanische Asche in der Atmosphäre hat sich ja die Temperaturen im Durchschnitt so um 3 bis 5 Grad in den nächsten beiden Jahren gesenkt gehabt. Und dann haben wir gesagt, das ist doch eine super Idee, machen wir das künstlich, bringt das da aus. Und man hat natürlich die Stoffe genommen, die am idealsten dafür geeignet schienen. Dass die nicht so ganz gesund sind, das hat man dort unter den Teppich gekehrt. Und dass die irgendwann ja mal wieder runterkommen und dann natürlich ins Wasser und in den Boden und damit in die Nahrungskette geraten, das hat man wahrscheinlich am Anfang ignoriert. Aber es gibt natürlich dann Studien von anderen Wissenschaftlern, weil ja, die Wissenschaft ist ja in dem Fall ja so, dass jeder so sein Fachgebiet hat. Und das war eben das Fachgebiet, wie beeinflussen wir am besten das Wetter. Die hatten also die Idee mit diesen künstlichen Wolken, so würde ich das mal nutzen, diesem künstlichen Schleier, den man da ausbringen kann, diesem Sonnenschirm. Und dann kam aber aus anderen Fachbereichen die Meldung, oh Moment mal, wir haben da aber so eine starke Anreicherung von bestimmten Substanzen im Wasser und dann haben wir mal ein paar Tiere, oh, da ist das aber noch viel stärker, die Konzentration und die Tiere stehen aber auf dem Speiseplan und wir sind ja dann sozusagen am Ende der Speisekette, der ganzen Nahrungskette und das heißt, dann uns reichert sich das am meisten an. Also keine gute Idee. Langer Rede, kurzer Sinn, bis 2027 werden diese Programme zum einen aus Kostengründen, zum anderen eben wegen mangelnder Effizienz und weil die Risiken halt die Nutzen komplett überwiegen, werden sie das auch einstellen. Ja. Heißt nicht, dass sie nicht versuchen, mit anderen Sachen rumzuspielen, aber dieses Thema wird sich in der Hinsicht auch erledigen. Hier in Europa, es gibt ja viele Leute, die immer wieder auch Befürchtungen äußern, dass halt der Euro jetzt auseinanderfällt und dass ja diese riesen Inflation kommt und ja jeder sozusagen alles verliert und dass es gibt ja diese Idee, dass so eine kalte Enteignung auch von Seiten der EU stattfinden könnte. Und das sind Dinge, wo gesagt wird, ja, also es gibt so bestimmte Bestrebungen. Also wir haben das ja in den letzten Jahren erlebt, gerade in Bezug auf die Bauern, wo man dann also in etwa in den Niederlanden mal so probeweise die Regularien so verschärft hat, dass man eigentlich sagen konnte, mit diesen Regularien kann ein normal geführter Hof, ein normal geführter landwirtschaftlicher Betrieb nicht mehr existieren. Also er muss einfach aufgeben. Dann hat man den Leuten ja noch auch Reize angeboten, also entsprechende Geld, also Handgeld, wenn sie dann ihren Betrieb freiwillig stilllegen. Ja, man hat sich dann mal gefragt, ja, warum sollen die das machen? Ja, aber man muss das Ganze halt im globalen Maßstab sehen. Und da gibt es einige von den ganz großen Spielern, die haben eben in die Herstellung von
künstlichem Fleisch investiert oder in die Herstellung von Lebensmitteln aus Insekten oder aber die haben sich halt in der Ukraine eingekauft. Und die Ukraine war mal der Brotkorb Europas, das ist schon einige Jahrhunderte her, deswegen wissen es die wenigsten. Er war aber zu Sowjetzeiten der Brotkorb der UdSSR und die Ukraine verfügt nach wie vor noch gerade im Westen über unglaublich fruchtbare Schwarzerdegebiete. Und da gibt es natürlich Leute, die sich die letzten beiden Jahre zunutze gemacht haben und sich dort eingekauft haben. Aber das waren nicht kleine Privatinvestoren, sondern das waren die ganz großen Player, wie man so schön sagt. Also Vanguard und BlackRock und wie sie alle heißen. Die haben sich dort große Flächen gesichert. Naja gut, und wenn ich die dann, ich will ja meine Investition auch wieder haben, ne? Also ich will dann ein richtiges Geschäft draus machen. Also Industrial Farming, wem das was sagt, ne? Also diese industrielle Zucht oder industrielle Landwirtschaft, ne, das ist nun nicht gerade so das Gelbe vom Ei, aber das ist dort angedacht im großen Maßstab. Ja, und wenn ich das machen will und damit den Markt beherrschen will, ja, da brauche ich ja keine lästigen Konkurrenten aus Deutschland oder aus Polen oder aus Niederlanden. Ne. Die muss ich dann ja irgendwie sehen, dass ich die vom Tisch kriege. Und so hängt das Ganze alles zusammen. Also da wird eben versucht, auch die Nahrungsmittelversorgung zu monopolisieren. Es gibt nach wie vor Leute, die der Meinung sind, sie müssten alles kontrollieren, also von der Wasserversorgung über die Atembestimmung. Steuerung. Ich sage nur, dieses arme Spurengas, was an allem schuld ist, ne? Das ist eine andere Form, um die Atemluft zu besteuern. Und bis hin eben dann Nahrungsmittelversorgung selbstverständlich auch. Denn wenn ich das kontrolliere, kontrolliere ich eigentlich die Ressourcen, mit denen ich die Leute am langen oder kurzen Zügel führen kann. Das ist also der Hintergrund. Aber auch das, wie gesagt, interessanterweise wird sich so nicht realisieren. Ich denke, dass die Seite das auch merkt, weil die Aktionen, die sie momentan durchführen, die sind sehr, aus meiner Sicht, sehr panisch. Sehr, sehr unkoordiniert. Und natürlich gibt es dort in dieser Riege auch Leute, die sagen, okay, wir haben es mal versucht, ne? Wir hätten eigentlich bis 22 oder 23 spätestens das alles so in unserer Art und Weise umsetzen müssen. Hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir sehen, dass wir aus dem Spiel rauskommen, ohne dass da irgendwie die Verluste zu groß werden und wir so mit dem blauen Auge davonkommen. Das heißt, da herrscht Uneinigkeit. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn eben nicht mehr gemeinsam an einem Strang gezogen wird, sondern wenn die alle versuchen, ihr eigenes Ding zu machen. Ne? Das stiftet natürlich Chaos, das macht auch Schaden, das ist die negative Auswirkung, aber es gibt dem Neuen halt natürlich auch mehr Raum, sich zu entwickeln. Und da gibt es auch, wie gesagt, ganz interessante Aussagen, also nicht nur jetzt in Bezug auf die Technik, dass es da viel Neues geben wird, sondern eben auch was die sozialen Entwicklungen anbetrifft. Also dieses Zusammenleben, das wird sich neu organisieren. Es wird alles mehr regionaler, mehr lokaler werden. Die Leute werden sich untereinander vernetzen. Natürlich kann man die neuen Medien nehmen. Wir machen es ja auch, um sozusagen seine Ideen, seine Botschaften zu verbreiten. Aber der persönliche Kontakt wird auch wieder eine viel größere Rolle spielen, dass man eben sich dann wirklich untereinander dort abstimmt und dann gemeinsame Projekte umsetzt. Also diese Sachen, das ist auf der regionalen Ebene funktioniert, das wird in der Zukunft, also in den kommenden Jahren, zum beherrschenden Modell werden. Was das Geld anbetrifft, die sehen immer noch eine große Fluktuation, also Wertveränderung, mal eben eine gewisse Höhen im Euro oder Dollar. Der Dollar ist aber eigentlich auf dem absteigenden Ast grundsätzlich, das britische Pfund ähnlich. Euro wird wahrscheinlich noch mit einer Veränderung im Rahmen der EU noch irgendwo gerettet werden, und zwar, dass man dann den Ländern einräumt, sozusagen ihren Euro, also die Sachen, die sie selber da gedruckt oder geprägt haben, gegenüber der Zentralwährung, die es dann irgendwo geben wird, auf- und abzuwerten. Also das, was wir früher mit den einzelnen Währungen im EWG-Bereich hatten, das wird jetzt wahrscheinlich so eine Renaissance erleben, so eine Wiedergeburt, und man wird das versuchen, auf die Weise noch irgendwo auszutarieren. Also der komplette Crash, dass dort mit einem Schlag alles weg ist, also das sehen sie nicht, jetzt jedenfalls nicht in den nächsten Jahren, und eben auch diese Enteignung, die geplant sind, die werden nicht durchkommen. Also sei es jetzt von der EU, dieser Sanierungszwang, das wird ausgehen wie so ein Berger schießen, weil genügend Mitglieder der EU, genügend Länder sagen, das machen wir einfach nicht mit. Also das wird sich dann sozusagen in Wohlgefallen auflösen innerhalb der nächsten Jahre. Die Union selber wird auch einer starken Wandlung unterworfen sein. Also die Macht Brüssels wird extrem abnehmen, und es werden dann neue Zusammenschlüsse unter den Ländern, so wie wir es jetzt schon merken, dass also meinetwegen die Slowaken und die Ungarn und die Österreicher und auch die Tschechen die gemeinsame Sprache finden, na, diese Visegrad-Staaten, dass dort auch im Balkan sich neue Dinge orientieren, und man sozusagen, also man kennt sich ja noch von früher, so aus dem alten Habsburg, und man macht jetzt in so
so einer Situation, wo man sieht, dass dieses neue Modell nicht funktioniert hat, greift man wieder auf die alten Verbindungen zurück. Also das werden wir in der Zukunft auch erleben. Na, dass also sich dort neue Verbindungen oder neue Blöcke sich dort herausbilden. Das, was jetzt da ist, wird sich innerhalb der nächsten 10 Jahre definitiv grundlegend verändern und in der bestehenden Form auflösen. Also das kam ebenfalls von der Aussage her. Und dann wir sehen noch, ich versuche jetzt gerade so mal alle Felder, die wir besprochen haben, so ein bisschen mit abzuklopfen, dass wir dort sagen können, wir haben in Bezug auf die Migrationskrise, das hat man ja angesprochen, dass wir dort ab 2026 auch eine Umkehrung im deutschsprachigen Raum erleben werden. Und zwar auch in der Hinsicht, dass also viele von denen, die jetzt seit 2015 gekommen sind, dass die wieder die Heimreise antreten werden, während andere, die also im Zuge dieser letzten Jahre Deutschland verlassen haben, aus bestimmten Gründen eben dann wieder zurückkommen werden. Also dass da so ein Austausch geben wird. Interessant war, dass der Babu gesagt hat, ja, das hängt einfach damit zusammen, dass dann für die Neuankömmlinge die Anreize, warum sie gekommen sind, weggefallen sind und man dann eben sagt, ja, das Leben ist mir jetzt hier in Deutschland mit all den Umständen ist mir einfach zu unbequem, es ist mir zu teuer. Und ich gehe dann doch lieber wieder in meine Heimat zurück. Also das sollen die Gründe sein. Irgendwelche großen Ausschreitungen oder Probleme in dem Zusammenhang sieht er dort in der Hinsicht nicht. Na, sondern es wird so eher sein wie bei euch, weil Dänemark hat ja diesen Schritt schon gegangen und Schweden, Norwegen gehen ihn wohl auch, dass man also im Prinzip die Geldleistung durch Sachleistungen ersetzt und auf die Weise eben auch Anreize nimmt, die zu solchen sagen wir, Faktoren geführt haben, dass also dort Leute gekommen sind, einfach nur unter Hoffnung auf ein besseres Leben, aber die nicht die Voraussetzung mitgebracht haben, sich hier wirklich dauerhaft zu integrieren. Also das, denke ich, wird sich so wie es beschrieben ist, im deutschsprachigen Raum auch durchsetzen. Und von der Seite her werden wir dann auch so ab 2026 in der Hinsicht nochmal einen grundlegenden Wandel erleben. Von der Seite her gehe ich auch davon aus, dass es hier innerhalb des deutschsprachigen Raumes nochmal größere Veränderungen geben wird, was jetzt zum einen die politische, aber auch die soziale Struktur anbetrifft. Also wir können sagen, es wird ein grundlegender Paradigmenwechsel ab 2026 bis 2035 eintreten. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Hören. Und vergesst nicht, meine Social Media Kanäle zu abonnieren, einen Kommentar zu hinterlassen, einen Like zu geben und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Neuigkeiten mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.